Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühler gehabt, ist nur für einen Kunden das Video gedacht, aber ich zeige es euch trotzdem. Das Kühlaggregat ist für ein Milchsammelfahrzeug. Wir haben den Danfoss-Kompressor BD350GH drin von Secop plus die Steuerung 101N715, also die Standardsteuerung. Ein Kondensator, Lüfter, Filtertrockner, Schauglas. Das letzte, was wir gemacht haben, das Filter war senkrecht, aber dann ist die Bauhöhe zu hoch und wir liefern es jetzt so. Kommt dann die Frage an diesen einen Kunden, ob das so in Ordnung ist. Der Kondensator alleine, der sieht so aus, Lamellen wie normal. Wir haben hier das Rohr, was wir raufführen, noch fixieren mit dem Kabelbinder und dann geht es auf den Filter gebördelt, dass man den mal auswechseln kann. Hier haben wir einen Hochdruckpressostaten. Dieser schaltet aus bei 26 Bar. Also wenn zum Beispiel der Lüfter nicht funktioniert oder hier der Wärmetauscher verdreckt ist oder zu viel Kältemittel drin ist, wird der ausschalten. Sehen wir nachher, wie er angeschlossen ist. Und wir haben hier einen Brushless-Lüfter drin. Der läuft auch auf 24 Volt. Zum Anschluss. Wir haben hier oben die drei Anschlüsse vom Interface, die sind nicht belegt. Dann ist der Thermostat. Das Kabel geht aber auf den Pressostat und geht dann hier mit diesem Kabel auf den Thermostaten. Das wird kundenseitig geliefert. Wir haben nur diese Schlaufe, also das heißt, sobald ein hoher Druck entsteht im Kondensator, weil zum Beispiel der Lüfter nicht läuft oder der Kondensator verdreckt ist, schaltet er aus, Kompressor geht aus. Dann haben wir den Ventilator vom Verdampfer, hier haben wir nichts angeschlossen, und der Fan vom Kompressor oder Kondensator, das ist dieser Ventilator, der wird hier angesteuert, und die Zuleitung, man sieht hier 24 Volt. Dazu legen wir diese zwei Stecker, die passen dann hier drauf. Wir haben hier die Leitungen so kurz wie besprochen. Die Rohre sind zugelötet und das ganze Kühlsystem wird bei uns mit Stickstoff gefüllt, ob eine Dichtigkeit da ist. Also wenn man die Leitung trennt, sollte immer noch Stickstoff rauskommen. Wenn nicht, haben wir irgendwo ein kleines Loch auf dem Kühlsystem. Ja, das ist dieses Kühlaggregat. Das reicht für Volumen bis zu 2000 Litern. Wir klemmen, muss gut isoliert sein, aber normale Kühlung, Tiefkühlung reicht es nicht. Für das haben wir das falsche Kältemittel drin. Wir haben hier immer noch R134a. Das ist immer noch erlaubt im Sektor der Spezialanwendungen, was hier Transportkühlung immer noch erlaubt ist. Nach mir sollte man umstellen auf R290, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das Datenblatt vom Kompressor verlinke ich euch unten im Videobeschrieb. Der Rest sollte da sein und ein Link über ein anderes Aggregat, was mit dem Kondensator nach oben ist. Und somit wünsche ich einen schönen Tag.